Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Let's Play Paladin. Und zwar machen wir im Ardenwald natürlich weiter. Wir sind jetzt beim nächsten Questabschnitt angekommen. Da wird euch die Vision der Träumerin erwarten mit ein paar Aufgaben, die wir hier erledigen dürfen. Also nach einem kurzen Intro geht's los. Bleibt dran. Da ist die Dromanin Alioth. Aliote, sag ich immer. So, mit der reden wir jetzt erstmal. Die gibt uns nämlich die nächste Aufgabe. Und das sind sogar drei Aufgaben. Oder die eine Aufgabe, das wäre eine ganz normale Quest, ne? Aber diese zwei Story-Aufgaben, die machen wir jetzt. Mit all der Anima, die ihr aus Tirna noch geborgen habt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis mein Hain das Ziel aller Anima-suchenden Feinde des Ardenwalds sein wird. Ich hoffe, Traumweber weiß, was er mit seinem Ritual tut. Ihr müsst schnell handeln. Sprecht mit Traumweber und findet heraus, was zu tun ist, um dem Geist im Wildsamen zu helfen. Plünderer, euer Vorgehen in Tirna noch hat die Drust provoziert. Diese Kreaturen der Verrottung und Zerstörung strömen auf unsere Grenzen zu und haben schon begonnen, unsere Verteidigung zu durchbrechen. Jetzt sehen wir ihre wahren Gesichter und erkennen, wer unser Feind ist. Greift sie an, das wird uns etwas Zeit verschaffen, damit ihr Traumwebers Ritual ausführen könnt. Jupp, Mokwi. Das Ganze, achso genau, jetzt muss ich hier außen, aber erstmal mit Traumweber reden. Hallo Traumweber. Dem Geist zuliebe, ich sehe die Träume der Geister, sie sind wunderschön. Ihr seid soweit, das Ritual vorzubereiten? Wunderbar. Ich bin auch bereit. Später. Ach, jetzt kriegen wir noch mehr Aufgaben. Wir haben die benötigte Anima und müssen nun das Herz von Tirna noch auf die Schreine des Winterschlafbeckens einstimmen. Dann können wir die Albträume des Wildsamens zutage fördern und sie auflösen. Bringt das Herz zu den Schreinen außerhalb des Winterschlafbeckens im Traumschreinbecken. Dann bringt das Herz zurück zu dem Wildsamen, um die Vorbereitung für das Ritual abzuschließen. Aber seid auf der Hut, Diener der Drust scheinen sich in der Nähe des Hains zu versammeln. So, die Betreuer betreuen. Die Drust haben so schnell angegriffen, sie haben einige der Geistpfleger dieses Hains gefangen genommen. Es ist keine einfache Aufgabe zwischen der Dürre und den Monstern und allem. Ich weiß das. Bitte versucht sie aus der schrecklichen Magie zu befreien, die diese Eindringlinge gewirkt haben. Bald werden noch mehr Drust angreifen. Beeilt euch! Viele Aufgaben, also ein paar Aufgaben. Ach ja, genau, das war das jetzt. Zack. Das ist eigentlich auch ganz, ganz nett. Warte mal, wie war das noch? Da müssen wir einfach nur zu diesen... Ich meine, das waren hier so... Hier waren so ein paar Dinger im Wasser. Oder ich bin gerade vollkommen lost. Das kommt auch manchmal vor. Nee, anscheinend nicht. Schießt Anima aus dem Herzen und fügt den Gegnern Schaden zu. Das ist gut. Da sind noch so ein paar Pelikane, Pinguine da. Pelikane. Lachenläufer. So. Ich meine, hier waren. Ah, das war das hier nicht, ne? Nee, das war das nicht. Nee, dann bin ich einfach nur gefangene Geistpfleger betreut, Dörfers oder Verseuchte getötet. Okay, nee, da musste man raus. Es gab nämlich eine Aufgabe, wo man noch welche aufdecken musste. Es kann sein, dass das danach kommt. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Wir gehen mal außen rum. Außen ist immer. Da sind nämlich auch die Gegner, die wir brauchen. Jawohl. Nehmen wir den mit. Nehmen wir den. Und nehmen wir den. Und das finde ich eigentlich ganz geil, dass wir hier jetzt noch so eine kleine Fähigkeit mitbekommen, mit der wir dann Anima ausstoßen können, um da eben halt Drupala noch ein bisschen Schaden zu verursachen. Gerade wenn man etwas schwächer ist auf der Brust oder so. Als Tank ist das jetzt nicht der Fall, aber für die Elite-Gegner ist das natürlich auch ganz praktisch. Einen befreit. Jawohl. Guck mal, da hinten ist der nächste. Können wir den auch mal eben schnell wegmachen, der hat nicht so viel Leben. Dann haben wir den zweiten befreit. Das geht, glaube ich, auch so. Jupp, passt. Ganz entspannt, ne? Der, da ist der nächste. Ach, da haben wir jetzt noch so eine arme Schildkröte mit weggemacht. Nuts. Ach, das können wir auch während der Fights machen. Das ist dann natürlich sehr praktisch. Dann machen wir das natürlich. Werden wir da unterbrochen? Ne, wir werden doch tatsächlich unterbrochen. Schade. Hätte ja klappen können, ne? Einfach mal austesten, das Ganze. So. Schreckenspalten. Oh, ist nicht gut. So, haben wir die gleich. Jetzt haben wir die auseinandergemetzelt.
So, 4 von 8, da rennen Elite rum jetzt. Das ist aber immer ein bisschen blöd. Hoppala. Ich brauche ein Ziel. Ach genau, und das muss ich natürlich auch noch machen. Ich hoffe, man merkt mir diese fortgeschrittene Stunde nicht zu sehr an. Aber ich will diese Geschichte um den Ardenwald unbedingt noch fertig machen heute, während ich die Aufnahmen mache, ja. Einstimmung? Yes. Flops. Ich habe schon Albträume bei Geistern erlebt, aber nicht wie hier. Verstörter Albtraum. Das muss furchtbar gewesen sein. Ja, den kennen wir dann, ne? Kennen wir ungefähr. Na, lasst euch überraschen. So, Auge des Schreckens. Erinnert mich an den guten Raid in Legion. So, da ist der nächste, den nehmen wir auch noch mit. Ah, die Gegner töten geht er relativ schnell hier. Flop. Müssen wir sowieso alles in Kombination machen, ne? So, 5 von 8. Die Gegner brauche ich noch nicht töten. Da hinten sind welche. Ich muss sowieso noch diese anderen Geister da fertig machen. Kann ich mich hier eigentlich auch im Grunde genommen durchschleichen. Der kommt zwar mit, aber der wird auch gleich wieder wegrennen. So. Da ist nämlich der nächste. Ja, Mister, natürlich, wo der Elite ist, ne? Das ist ja immer schön. Skell, der Plünderer. So, einmal den Anima-Ausstoß. Ja, das bringt jetzt bei dem Elite nicht so super viel. Bin ich mal gespannt, wie man sich da mit den Damage-Dealer-Klassen so ein bisschen schlagen kann. Wenn man denn als Mage, Hexer, Schurke und so weiter da unterwegs ist. Bin ich sowieso auf den Schurken äußerst gespannt, weil der Schurke war in BFA eher so das ungeliebte Kind bei mir. Und wenn das hier in Shadowlands ein bisschen besser wird, würde mich das persönlich sehr, sehr freuen. Ne? Schurken sowieso, also man sieht nicht so krass viele Schurken, obwohl es eigentlich auch eine geile Klasse ist, wenn die, glaube ich, gut gespielt wird und auch ein bisschen Damage drückt und so, dann macht das schon Laune. Wenn man schleichen mag, ne? Also schleichen ist natürlich auch wichtig beim Schurken. So, zack. So, die haben wir. Fertig. So, das war das. Und dann müssen wir da unten noch runter. Da ist wieder ein Elite. Das ist ungünstig. Nehmen wir den. Wir müssen sowieso noch wen befreien hier. So, einmal gestunt. Zack, befreit. Jetzt zwei fehlen noch. Dann nehmen wir den nächsten da auch noch mit. Ach. Ne, den brauche ich natürlich nicht. Haxey. Flaps war das. 11 von 12. Da ist noch einer. Wir müssen sowieso wieder in den Süden, glaube ich. Kann man heilen? Ja, in den Süden müssen wir. Kann man den Anima-Ausstoß nochmal benutzen? Zack, jetzt hat das geklatscht da. Und zwei noch befreien. Die finden wir hier auch. Warum? Hier unten runterher? Genau, da unten ist es. Wie ich mir dachte. Fast Level 58, also das geht schon auch während der Story recht zügig, muss ich sagen. So, 1, 2, dann müssen wir sowieso hier hin. Ne, das mit der Einstimmung geht natürlich nur dann, wenn wir nicht am Kämpfen sind. Na gut, dann machen wir das so. Anima-Ausstoß, Flatsch sagt das. So. Jetzt aber. Und zwei befreien, ne? Die fehlen auch noch hier. Dieser Geist wird erst in Frieden träumen, wenn wir die Ursache seiner Ängste stellen. Diese Spinne, ey. Blech. Verseuchter Angreifer. Zack. Das war das. Aber hier sind keine Gefangenen, ne? Da hinten ist einer. Und da ist auch noch einer. Ja, das ist eine Elite. Das ist blöd. So, die nehme ich mit. Die ich dann auch. Und einmal den Anima-Ausstoß, dann haben wir nämlich schon mal 7 davon. Ist dann. Upala, da hätte ich jetzt fast mein Gotteschild benutzt. So, ne, den da oben will ich nicht angreifen. Nein! Ich. Ach, dieses Schild, ne? Das passiert übrigens in Dungeons auch gerne mal. Ja, und jetzt kommt da noch einer dazu. Oh oh. Shit, ja, das ist jetzt nicht gut. Einmal den Anima-Ausstoß. Oh, das war böse. Der Hass-Eindringlinge. Kein Dörrfleisch, ja. So, das ist auch ein Elite, den wollen wir nicht haben. Dann nehmen wir dich auch noch mit. Jawohl. Dich und dich nehmen wir auch noch. Zack.
Oh, ein bisschen die Möglichkeit, uns gleich auch vielleicht eventuell mal zu heilen. Oh oh. Wenn dann richtig, ne? Wenn dann richtig. Yay. So. Kann ich mich wieder heilen hier? Das ist beim Questen schon, wie ihr seht, also das ist schon echt hart, ey. Hoppala, falsche Tastenkombi hier. Erstmal selber ein bisschen schützen. Blöder Elite da. Gib doch jetzt um, ey. So, ich befreie den mal, heile mich einmal, zack, und schon wieder voll. Das ist der Paladin. Das ist, finde ich, so geil. Ich weiß auch nicht, wieso ich diese Klasse so feier, aber das in Shadowlands ist ja wirklich gut. Gab auch noch Zeiten, wo der Paladin echt underrated gewesen ist, ja. So, zack, und fertig. Herz an den Wildsamen der Träumerin gebunden. Gut, dann müssen wir wieder in die Mitte zurück. Das jetzt muss ich mal gucken. Das müsste doch ganz gut. Ja, hier unten kommen wir rein. Das ist praktisch. Sehr gut. Und schon wieder dry fertig. Geil, Mann. Also mit einem Magier wäre das jetzt nicht gegangen. Ich glaube, da wären wir ziemlich schnell im Staub gelegen. Der Paladin ist auch die einzige Klasse, wo ich, also mit einigen Klassen bin ich schon einmal gestorben. Ja, mit dem Paladin noch nicht. Ich will es jetzt aber auch nicht beschwören, wenn ich ehrlich sein soll. Erstmal reden wir hier mit ihm. In der Natur. Plünderer. Das ist erst der Anfang ihres Angriffs, aber sie haben einen schweren Rückschlag erlitten. Ich danke die euch. Dunkelheit muss gut. Finden. Nochmal ein paar EPs mitgenommen. Perfekt. Oh, hallo. Achso, nee, halt. Erstmal machen wir. Haben wir den Cast hier? Die Reise. Einstimmung. Gut. Flop. Dann müssen wir nur noch das Ritual beginnen. Rastlose Träumerin, ihr seid ein Naturtalent. Jetzt können wir die Albträume des Geistes offenlegen und uns direkt um sie kümmern. Wenn es uns gelingt, wird sie viel mehr Ruhe finden. Träumt weiter. Diese Drust sind wirklich grausam zu uns, Fee. Die Geistpfleger haben nur versucht, ihre Arbeit zu machen. Danke, dass ihr ihnen geholfen Passt habt. Passt auf euch auf. So, Vision der Träumerin, Ursprünge. Der Geist im Wildsamen träumt von seiner Geburt und Jugend in den ersten Tagen seiner Welt. Geht zum ersten Traumschrein außerhalb des Winterschlafbeckens, meditiert am Schrein im Becken und besänftigt die Vision am Anfang seines Lebens. Die Albträume sind nicht real, aber sie können euch schaden. Seid vorsichtig. Ich spüre, wie dass der Geist in seiner Vision mit Erinnerung an einen wirklich tiefgreifenden Verrat zu kämpfen hat. Jemand, der ihm so nahe stand wie ein Bruder, wurde zu einem Gegner. Geht zum zweiten Traumschrein im Becken und helft, den Schmerz dieses Albtraums auszulöschen. Die Nacht umarme euch. So, ach genau, da jetzt, das war das. Dann kommt, das ist nämlich auch, das ist eigentlich cool jetzt. Ja. Vision, zweimal Vision, Ende des Traums, Vision der Träumerin, jawoll. Müssen wir einmal nämlich hier oben hoch und können eigentlich im Grunde genommen einmal schnell hier durch. Schleichen wir uns nochmal so lang, ne? Mit unserer klimpernden Kettenrüstung. Wir müssen nur da rein, wenn nicht. Der Geist träumt so. Von seiner Vergangenheit, davon, wie alles einst begann. Der Weltenbrecher. Drachen, ne? Die Drachen, ja. Drachen sind so cool. Och, das ist ja geil. Der Server wird in 12 Minuten heruntergefahren. Ne? Witzig. Das ist. Stimmt. Ach, es ist ja hier Patch Day. Quasi. Ach, Mist, ey. Da habe ich ja gar nichts dran gedacht. Na gut, jetzt muss ich mich aber sputen mit der Aufnahme. Oh, das habe ich ja noch lange nicht gehabt. So lange gespielt, dass der Server runtergefahren wird, ey. Na gut, komm, geben wir ihm jetzt nochmal einen mit da. Zack. Und dann den noch. Und den, dann knüppeln wir das dann nochmal mit rein. Jetzt müssen wir uns echt beeilen hier. 12 Minuten, 13 Minuten haben wir schon. Das passt ungefähr von der Storylänge, dürfte es auf jeden Fall gehen. Pass mal auf, ich warte auf den Disconnect. Fertig. Und jetzt dürfen wir darüber Albträume töten und verlassene Welpen trösten. Das dürfen wir dann auch noch machen. So, guck mal, hier ist so ein Welpe. Und den töten wir jetzt auch gleich noch. Also nicht den Welpen, ne? Wir wollen diese zwei hier einmal wegmachen. Feueratem, ouch. Server runterfahren in 11 Minuten, das ist ein kleiner Cooldown jetzt. Countdown, meine ich. Cooldown, Countdown. Halleluja, das habe ich wirklich. Ey, es ist Mittwoch, ne? Ich bin ja noch mitten im Urlaub. Deswegen spiele ich auch noch so spät, sonst will ich ja nicht so spät spielen. Aber das ist trotzdem, ey, boah, lange her. In fortgeschrittenem Alter, 29,37, ist es so, dass man natürlich nicht mehr immer so lange spielt, ne? Nur manchmal. So, das war der nächste. Drei getötet. Und den nächsten beruhigt hier. Flop, 2 von 6.
Das sieht aber gut aus. Schade, dann kriege ich den Wald doch nicht mehr durch heute. Vielleicht ist der Server aber auch nur ganz kurz weg in 10 Minuten. Gefühlt geht das jetzt sehr, sehr schnell. Das habe ich mal auf der Autobahn gehabt mit der Tankennadel, ja. Wenn man da lang fährt, 1000 Kilometer nach Hause und dann sagt man so, ach komm, ich fahre erst bei der nächsten Tankstelle runter. Zack. Das ist das einzige Mal, dass ich so richtig geschwitzt habe beim Autofahren, weil ich mir gedacht habe, Alter, jetzt ist vorbei, jetzt bleibst du hier liegen, weil du keinen Sprit mehr hast. So, können wir den stunnen? Jo, den können wir sogar stunnen. Wäre ich doch die Ausfahrt vorher runtergefahren. Nee, hat sogar noch gereicht. Aber ich habe das wirklich runtercounten sehen, ne? Denn die neueren Autos, die zeigen einem ja immer an, wie viele Kilometer man noch schaffen würde. Da stand dann auch irgendwas noch von 20. Ja, und dann ging es halt ganz schnell. 19, 18, 17, 16, 15, 14 und den Rest bin ich dann noch weggerollt da. So, perfekt. 4 Stück müssen wir noch töten hier. 10 Minuten, sagt er. 9 Minuten. Eieieiei. Lange nicht gehabt. Aber sehr lange nicht gehabt. Na gut, dann schaffen wir den Affenwald leider noch nicht ganz komplett. Axt im Walde, ey. Shit happens. Oder Crit happens auf dem Server-Rack. 8 von 10. Ja, jetzt noch 2. Einer, zwei. Da, den nehmen wir. Und dich da hinten nehmen wir auch. Du schaust doch gut aus hier. Na, komm mal mit. Hier 2. So, Flops und das. So, Gas geben da. Klonk. Fertig. Sehr nice. Und fertig. So vieles unvollendet. Ach, halt erst so looten. Viel Reue. Dann. So viel Schmerz. Jetzt dürfen wir zurück, ne? Ja, jetzt müssen wir zurück in die Mitte. Können auch beide Aufgaben dann abgeben. Perfekt. Wir verlassen nämlich gleich diese Traumebene wieder. 8 Minuten. Das ist auch witzig, dass das immer doppelt angezeigt wird. Server runterfahren in 8 Minuten. Server runterfahren in 8 Minuten. So, jetzt komm, gib ihm. Wie kann ich helfen? Hupala. Vision der Träumerin Ursprünge. Wir alle beginnen irgendwo, manchmal an unerwarteten Orten, aber ich bin aus dem Boden geschossen wie eine Blume. Friede mit euch. Wie schmerzlich muss es sein, wenn sich ein alter Freund auf die schrecklichste Art und Weise gegen einen wendet. Aber wir sind fast soweit, den Geist im Wildsamen zu beruhigen. Träume jetzt, sind das ist auch gut. Erzählt mir vom Geist im Wildsamen. Bis das, später. Das ist ein bisschen räudig gerade. Ich kann es leider nicht weitermachen, weil mir noch 14.000 an Dings fehlen. Ach, Axt, ey. Mal gucken, ob ich da nochmal eben schnell was erledigen kann. Braucht eure Stärke. Bringt die Vorräte des so ein Flügelwehr an Herz des. Nee, das reicht nicht. Mal schauen. Hier gibt es doch bestimmt noch eine Aufgabe, die ich annehmen könnte, die mir noch irgendwo Erfahrungspunkte bringt, oder? Da hinten vielleicht. Ich glaube, das müsste gehen. Noch haben wir 7 Minuten Zeit. Schade eigentlich, dass es jetzt. Ach. Der Königin. Die Luft im Westen stinkt vor Bösartigkeit. Gute Jagd. Sie müssen sterben. Das ist immer gut. Ja, nee, das schaffen wir jetzt leider nicht. Schade. Aber ich glaube, ich werde das natürlich weiter aufnehmen, wenn der Server wieder da ist. Und dann gucken wir einfach mal weiter in 7 Minuten. Ah. Das ist nämlich dieser Story-Breaking-Point. Hier müsst ihr Stufe 58 sein, sonst könnt ihr nicht weitermachen. Axt. Weil da müsste ich jetzt nämlich Ritualisten töten. Das würde sich, glaube ich, aber nicht ausgehen in 7 Minuten. Deswegen mache ich immer so... Normalerweise cutte ich die nicht. Ich nehme die immer an einem Stück auf. Deswegen mache ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann machen wir da natürlich weiter. Ja, so ein paar Stunden später, dann sind wir auch wieder im Ardenwald unterwegs. Da fehlt dir jetzt dann doch leider noch ein kleines bisschen Rest und das will ich natürlich dann jetzt hier in dem Let's Play auch zu Ende bringen, logischerweise. Ich muss ja einmal nur mal kurz den Erfolg hier wieder raussuchen. Gourmet, Vision der Träumerin, da war das. Da fehlt dir nicht mehr sehr viel. Wir hatten dann leider einen kleinen Hupala, einen kleinen Storybreaker mit dabei, denn... die wollten uns da nicht weitermachen lassen, weil wir noch nicht Stufe 58 sind. Es fehlen noch ein paar LPs. Stufe 57 aktuell. Und die Quest quasi, ja, das ging halt nicht weiter, ne? Und deswegen hole ich mir jetzt noch meine Erfahrungspunkte, die ich noch benötige, damit ich die Kampagne weiterspielen kann. Das war wirklich minimal knapp gestern Nacht da.
bei der Aufnahme jetzt einen Tag später und dann wollen wir da mal eben schnell die paar auf die eine Aufgabe da hinten erledigen, da wo ich jetzt ein paar Ritualisten töten muss. Das ist auch recht zügig gemacht, also gehen wir da mal hin und dann knüppeln wir da mal weiter. Ja, das ist so ein bisschen, diese Storybreaker sind dann ein wenig blöd, bockschig, sag ich immer mal ganz gerne. Aber wahrscheinlich wird der Hintergrund dessen sein, dass wir, sonst erreichen wir nicht Level 60 während der Pack-Kampagne. Und so will Blizzard halt einfach sicherstellen, alles klar, die werden dann Level 60, wenn sie da unterwegs sind. So, ich muss mir einfach nur ein paar Gegner hier suchen, die knüppeln wir mal auseinander. Da ist schon mal der erste. Ne, einer ist mir aber zu wenig. Den nehmen wir noch einen zweiten dazu, aber der wird auch nicht mehr kommen. Bösartige Fee-Ritualistin. Das war Nummer Uno. Schauen wir mal, wo der andere Rest ist hier. Da flattert so ein 60er durch die Gegend. Da ist noch einer. Der ist doch gut. Den nehmen wir mit. Dann machen wir jetzt ein bisschen schneller. Aber der Jäger, der ist da auch mit unterwegs. Sehr gut. Flop. Und da hinten, ne? Ne, das ist auch ein 60er. Den sollten wir, glaube ich, lieber in Ruhe lassen. Kann aber auch sein, dass ich hier oben ganz gut welche finde. Erstaunlich sind gerade wenig Gegner da. Das wundert mich ja ein bisschen. Denn sonst ist hier immer alles voller Gegner, ja? Also so ultimativ voller Gegner. Hier ist ja nix. Gerade der halbe Adenwald ist ausgestorben. Ne? So, hier. Ja, die sehen noch gut aus. Das sind zumindest schon mal zwei. Da, drei. Ne, das ist nur ein normaler. Nehmen wir die mal mit. Machen wir die mal weg. Zack. Und knüppeln da einmal durch die Gegend drauf. Zack. Geht aber auch fix, ne? Nur mit dem Segen. Auch jetzt, ich habe ja in der Nacht drüber geschlafen im Grunde genommen. Mit dem Segen, den wir hier von der Nachtfee bekommen haben als Paktfähigkeit. Ist immer noch Unentschlossenheit bei mir. Ich glaube, das spürt man auch oder merkt man. Nee, tatsächlich, also die Kyrianer stehen bei mir noch weiter hoch im Kurs. Also da weiß ich, dass es definitiv Kyrianer werden wird. Es sei denn, der Pakt bei den Ventür ist wirklich viel besser, aber ich kann mir das fast kaum vorstellen. Ich weiß wie gesagt nicht, was mich da so erwartet. Möglicherweise ist die vielleicht absolut awesome. Auf dem Papier hören die Fähigkeiten sich natürlich auch immer ein bisschen, ja, ich nenne es mal trocken an, aber so, komm, den nehmen wir jetzt auch noch mit weg. Einmal zermetzelt da. Die besessene Verteidigerin, die ist halt ein bisschen bockiger. Die will nicht so schnell. Jetzt haben wir sie. Zack. Und jetzt 7 von 15. Da sind schon wieder zwei neue Ritualisten. Nummer Uno. Packfähigkeit aktivieren. Schnell nochmal eine Weihe für zwischendrin. Läuft. Zack. Storytechnisch, was ich jetzt schon so alles erlebt habe im Adenwald, also gefällt es mir außerordentlich gut. Also ich mag sowieso diesen Zyklus der Wiedergeburt. Das finde ich eigentlich ziemlich knorkig. So, mal den Effekt von mir runternehmen. Also der Gedanke da dran, ne? Und das Cinematic war ja auch echt cool. So, 6 Stück noch. Dann haben wir die nämlich auch geschafft hier. Den 60er da nicht. Da ist ein Einzelner. Hier verstecken die sich alle. Hier oben, ne? Gehen wir einfach mal da oben hoch. So. Zack. Müsste sich eigentlich ausgehen, auch mit der Quest. Ja, jetzt fehlen mir noch 8800 Erfahrungspunkte. Die Quest selber bringt mir 13.000 Erfahrungspunkte, also 4%. Komm, den. Ah, da bin ich zu langsam, ne? Schade. Dabei war ich jetzt ein bisschen zu langsam unterwegs. Wenn da natürlich höher gegierte Spieler unterwegs sind, dann gibt's da ein bisschen. Die knorken da einmal direkt rein und dann geht sich das schnell tot da, den Viech. Es ist, ich habe auch festgestellt, wenn man so ein bisschen HC-Equipment hat, dann fängt es auch an, eigentlich echt angenehm zu werden, ja. Also da muss man jetzt nicht mehr so lange rumkreuchen und fleuchen gegen bestimmte Gegner, sondern man kann dann echt wie Butter durchspielen. Das finde ich eigentlich ziemlich geil dann. So, nehmen wir den da. Hupala. Jetzt fahre ich ja noch fast runter. Ich habe tatsächlich auch inzwischen eine neue Maus. Also ich kann jetzt endlich vernünftig rein und rauszoomen, wieder schön glatt. Meine alte Maus, dem einen oder anderen mag es vielleicht auch aufgefallen sein, die hat immer so ein bisschen gehakelt, ja. Da hast du das Mausrad gedreht und dann ist sie immer wieder nach oben gesprungen, obwohl du eigentlich nach runter gescrollt hast. Boah, das sind so Mini-Sachen, ne, weißt du, also das ist genauso wie wenn du einen Bildpunkt auf deinem Monitor hast, der kaputt ist und du weißt genau, wo der ist,
dann stört dich der. Dann siehst du den immer und immer wieder und kannst eigentlich gar nicht den nicht sehen. Das geht dann nicht. Sobald man sowas weiß, ne? Das ist... Oh ne, die sind ein bisschen zu böse. 60er, da wollen wir lieber weg. So, das ist auch immer noch ein 60er. Das ist ein 57er hier. Da hinten, der sieht gut aus. Oh, die knüppeln mich aber ganz schön gut da gerade. Alter Schwede. Ich hoffe, ich überlebe das da jetzt, ne? Aber ich glaube, ne, jetzt sind sie auch weg. Jetzt können wir selber einmal heilen. Zack, wieder voll. Paladin-like halt, ne? Das ist so, das ist der geilste Single-Heal, den es gibt im ganzen Spiel. Leider hat er halt echt Cooldown. Dieses Handauflegung zur Not, wenn man das nehmen müsste. Ich selber verwende meistens eigentlich Wort der Herrlichkeit und das funktioniert auch ganz gut, weil sie ja die heilige Kraft wieder reingebracht haben, die immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Einige mögen das nicht, weil das so ein bisschen Schurken-like sein oder ist. Der Schurke muss ja auch Kombo-Punkte aufbauen im Grunde genommen. Jetzt hier, ich finde das beim Paladin eigentlich ganz cool. Kann man immer mal wieder mit benutzen. Man baut es auf, man muss ein paar Stacks ansammeln. Zack, guck mal, jetzt haben wir die Quest auch fertig. Geil. Yes. Ab zurück zum Questgeber, damit wir da mal weitermachen können mit der Story. Also, ja, ich finde es gar nicht so schlimm. Es hat schon gerade so Elemente, wo du irgendwas aufbauen musst, damit du dann besonders starke Attacken benutzen kannst, finde ich immer sehr, sehr gut. Außer beim Schurken, ne? Beim Schurken ist auch cool, aber es ist halt der Schurke. So, ich bin auf den Schurken in Shadowlands sehr gespannt. Schauen wir einfach mal, wie der so sein wird. Echt. Ich hoffe, der wird richtig gut. Vielleicht irre ich mich auch total und sage, boah, Alter, warum habe ich noch nie Schurke richtig gespielt? Ja, den werde ich natürlich auch mal ein bisschen, dieses Addon mir auch etwas mehr unter die Lupe nehmen, da ich in BFA den etwas stiefmütterlich auch angefasst habe und dann der Klasse mal eine Chance geben, ne? So, da hinten kann ich die Aufgabe auch abgeben, dann haben wir das und dann fehlt nur noch das Ende des Traums gleich. So, einmal hier rüber. So, und dann Wächter Molan. Der Königin. So, Level 58, das heißt, ich kann jetzt auch wieder weitermachen. Da ist es nämlich, da steht Traumweber und hat die Quest fertig. Ich habe auch einen Hammer des Zorns jetzt bekommen, der ist jetzt ein bisschen stärker geworden. Ja. Ich sehe die Träume der Geister, sie sind wunderschön. Naja, das, was jetzt kommt, ist nicht wunderschön. Die Zeit ist reif, das Ritual ist abgeschlossen, wenn ihr die Träume des Geistes gänzlich betreten habt. Es wird in jeder Hinsicht so sein, als wärt ihr ein und dieselbe Person. Er durchlebt den Augenblick seines Todes wieder und wieder. Es quält ihn. Etwas an seinem Ende, die Tatsache, dass er keine Kontrolle über seine Taten hatte und seine Liebsten verletzt hat. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid, euch in diesen Albtraum vom Ende zu begeben. Es ist Zeit. Auf in den Albtraum des Geistes. Schenkt ihm Frieden. Ich bin bereit, den Albtraum der Träumerin erneut zu durchleben. Das ist jetzt eigentlich echt cool. Super cool. Mies, oder? Morgen geil gemacht. So. Zack. Ja, jetzt kommt das nämlich. Jetzt müssen wir Ladebildschirm. Oh, Legion. Ja, da war ja mal was, ne? So, der eine oder andere wird sich erinnern können, wenn ihr schon zu Legion gespielt habt. Phase 1. Beginnt den Angriff auf den Tempel von Ilun. Jetzt fliegen wir da erstmal hin. Es beginnt erneut. Der Schmerz und das Leid. Der überwältigende Wahnsinn. Visera. Also wir haben hier Klaue, Albtraumatem und Schwanzfeger. Albtraumatem. Meine Taten waren. Ja, das ist räudig, ne? Müssen wir die hier alle wegpeitschen, ey. Zack, zerstört den Tempel von Ilun. Machen wir nochmal einen Albtraumatem. Können wir nochmal mit dem Schwanz rumpeitschen hier. Er zwingt mich, meinen Geliebten im Stich zu lassen. Und die anmutigste Kreatur zu unterwerfen, die ich je sah. Das ist euer Ende, Sterbliche! Der Traum ist tot! Nicht solange ich noch atme.
Das ist nur ein bisschen dreckig eigentlich, ne? Also wir können das auch tatsächlich nicht gewinnen, weil, ne? Wir verloren, Isera. Nach allem, was wir aufgebaut haben. Sterben da ja gleich. Tut, was ihr tun müsst. Es geht nicht anders. Ich mag die Stimme von ihr, die ist auch irgendwie ganz cool gemacht. Beim Licht von Elun. Wir werden dem Wahnsinn ein Ende bereiten. Das ist schon cool. Echt cool. Jawohl. Zack, cool, nochmal der Kampf und dann der Lade. Ja, das ist jetzt nicht geschickt gelöst gewesen. Cooles Cinematic auf jeden Fall. Sehr geil, oder? Halleluja, ey. Wie kann ich helfen? Was für ein grässliches Ende für solch einen majestätischen Geist. Aber deshalb hatte sie eine Verbindung zu euch, weil ihr von derselben Welt stammt. Ah, zu Wort. Jetzt spüre ich endlich, wie ihre Albträume verblassen. Endlich erhält sie etwas Frieden. Ich danke euch, meine Liebe. Hey, halt alle zu. Yo. Die einzigen, die diesen Albtraum erlebt haben. Die Drust sind im Anmarsch. Drustis? Ja, und wir haben das sogar episch aufgewertet gekriegt. Und jetzt ein 152er Helm. Ja, auch wenn der scheiße ausschaut. Aber trotzdem ist ein 152er Helm. Mega. Okay, ja, die nehmen wir natürlich mit. Ja, und wir haben sogar die Questreihe jetzt auch abgeschlossen. Sehr, sehr geil. Bleibt im Grunde genommen noch eine über. Und zwar die Abschlussquestreihe Weckt die Träumerin im Ardenwald. Und dann haben wir den Ardenwald auch storytechnisch durch. Sehr, sehr gut. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Let's Play gefallen. Mit einer kleinen Unterbrechung drin für mich zur Aufnahme. Da Blizzard frecherweise meint, hier die Server runterzufahren, während man mitten in der Aufnahme drin ist. Nee, mir hat's Spaß gemacht. Jetzt haben wir den letzten Schritt auch fertig und im nächsten Let's Play geht's ins Finale des Ardenwaldes. Also kannst du gespannt sein. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Visarius meldet sich ab. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren. Coole Sache, draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.